Ja, schön, jetzt komm! Ja! Ja! Jawohl! Ja! Komm, hallo Leute, herzlich willkommen bei Team Smolnik. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute wieder ein Vlog am Start. Und zwar geht es um einen Bro, Philipp Harburger. Treue Fans kennen ihn schon von alten Videos. Er hat heute einen Pro-MMA-Fight. Ich stehe mit ihm am Cage. Werde ihn coachen, sag ihm ein bisschen so, was er am Boden zu tun hat. Nein, natürlich nicht. Ich habe keinen Plan vom Bodenkampf, aber vom Stand-up und ein bisschen moralische Unterstützung. Und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Freiburg. So Leute, ich bin in Freiburg angekommen, jetzt schaue ich mal, dass ich einen Philipp finde und zunächst einmal muss ich die Schwester von ihm anrufen, weil sie hat meine Bändchen. So Leute, das ist die Schwester von Philipp. Ich habe sie gerade angekündigt. Hallo! Servus! Ja, servus! Servus! Ah, ey Mann! Servus, Bro, cool, dass du da bist, Mann. Ja, geil. Natürlich, ich supporte dich doch. Nice, ich werde dir ein paar Tipps geben für den Boden. Ja, sicher. Ja, bevor ich schon den Rote Bete-Saft in den Schacht gekippt habe. Sehr geil. Ja. Aber Rote Bete-Saft eigentlich so 2 Stunden davor, gell? Ja, also ich habe vor 20 Minuten, eine halbe Stunde vorher. Du siehst richtig fit aus, ich habe es auf dem Bild gesehen. Danke, Armin. Danke. Ja. Leute, den Philipp kennt ihr noch aus einem alten Videos, Wakecard, WM-Vlog oder was ich weiß, gemacht habe. Abend, was weiß ich was, ja. Richtig krasse Form hat der junge Mann. Nicht so wie ich, Fetti. Aber, wie viel besiegt kennst du? 72 Kilo. Bitte? Das lassen wir nicht mit drin. Und jetzt hören wir mal ein bisschen auf mit dem Film, weil der Philipp muss im Fokus sein. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Gut vorbereitet, schön ruhig und sehr gut. Bereit. Sehr gut. Also ich habe mir gedacht, ich muss jetzt auch endlich mal bei einem von seinen Fights dabei sein, weil er war bis jetzt immer bei meinen Fights und jetzt muss ich auch mal drüber. Wir schalten nachher wieder ein. Ja, Profis können sowas. Ja, weißt du, es war jetzt keine Zeit mehr für Honig und Scherben. Heute kämpft Klitschko, gell? Ja. Ich habe auf ihn gewettet. So. Hey. Ich wollte vorher nicht kommen, weil du bist so beschäftigt gewesen und das ist doch voll scheiße. Okay.
geschlagen. Danke dafür. Nein, hör auf! Mir tut es schon fast leid, weil sie die ganze Zeit filmen muss. Wie fühlst du dich, mit Team Smolik zu filmen? Ja, super. Das ist so, da geht's ab. Die Leute stehen lange. Wegen dir. Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier anabones Licht in der Umkleide. Ne? Das ist Fred, Mann. Das ist Fred. Wunderbar! Wir sind weiterhin um.
Aber in erster Linie möchte ich mich bei meinem Trainer von den Falkos bedanken. Gregor Herb, Daniel Mottenschenk und natürlich Bert Polchert. Die haben mich im Training gequält, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja? Und es hat sich bezahlt gemacht. Vielen Dank. Super, Philipp. So Leute, der Fight ist rum und mein Bro hat gewonnen durch Tap-Out. Yes. Riesen Respekt. Glückwunsch, ich freue mich sehr. Ich war aufgeregter, als wenn ich selber kämpfen würde. Philipp, wie war es für dich? Du stehst natürlich immer unter Strom. Ich habe aber gemerkt, ich habe vom Training her, gerade für die Kondition, habe ich sehr, sehr viel umgestellt, also mehr Intervalltraining gemacht, dass ich wirklich kurze, explosive Intervalle mache und dadurch, ich habe nach der ersten Runde, ich habe ruhig atmen können, also es war wirklich kein Vergleich zum letzten Kampf, und der ist erst 4 Wochen her. Sehr schön. Habe mich gut gefühlt, bin von vornherein reingegangen und hatte ein gutes Gefühl dabei, ja. Hat man auch gesehen, Gregor, du bist ja der Bodenexperte. Was sagst du zu seinen Bodenskills? Also, ja, was soll ich dazu sagen? Er hat ja fast nicht im Stand gekämpft. Deswegen bin ich natürlich sehr stolz, dass er den Kampf so gekämpft hat und auch gewonnen hat. Ich war auf und an kurz davor zu sagen, geh einfach zurück, lass ihn aufstehen, ja. Hab ich mir gehört. Bis den Stand überlegen, aber beim nächsten Mal habe ich gedacht, komm, lass ihn einfach ran, ja. Und vertraue darauf und war auch die richtige Entscheidung. Du hast ihn dann komplett dominiert und dich immer weiter in eine bessere Position vorgearbeitet. Und das war klasse. Alles gezeigt, Positionen, Wechsel von Positionen, Ground and Pound aus allen möglichen Richtungen, Submission-Ansätze am Anfang des Kampfes aus der Guard und dann eben am Schluss den Finish. Also war perfekt. Also ab dem Zeitpunkt, wo du Ground and Pounded hast, hat man gesehen, dass der auch keinen Bock mehr hat. Der ist mental gebrochen, das habe ich gespürt. Als du dann hinter ihm warst, habe ich reingegriffen vom Choke und der Gregor hat aber direkt noch schlagen. Ja. Jetzt hat er mir erklärt, dass es immer ganz gut ist, wenn du noch im Nachhinein, wenn du schlagen kannst und dann in einer besseren Position bist. Da bin ich ja noch ein Laie im MMA, ne? Aber ich kämpfe ja auch nicht im MMA, ich kämpfe K1. Ja. Nee, also ich bin sehr stolz auf dich, Philipp. Danke. Hammerkampf. Und dann schließe ich das Video jetzt offiziell ab. Ja. Jetzt noch ganz kurz der Physiotherapeut von Philipp. Richtig guter Mann. Geil. Weißt du, das ist, wenn du in den Kampf gehst und du weißt genau, du hast die richtigen Leute hinter dir. Ja, ich habe jetzt beste Ecke, die ich überhaupt haben konnte, mit euch zwei und dem Bert noch. Aus welchem Gym kommt der nochmal? Fight Bros Freiburg. Dort trainieren wir. Also wenn ihr aus Freiburg oder Umgebung seid, kommt mal vorbei. Ihr seid immer herzlich willkommen. Und wie gesagt, danke auch nochmal an Sportbetreuer Christoph Trösch für das geile Tape. Ja, ist auch immer wichtig, dass du weißt, dass deine Pfoten in gut, dass das gut verarbeitet ist, so wenn du da am Hämmern bist. Ja, bin zufrieden. Dann war's das mit der Fight Night und dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Das war Gregor, Philipp an der Kamera, meine Kamerafrau Steffi. Ich heiße Uwe Dorn rein. Yes, Mann! Ist ja mega viel los. Ich habe kaum einen Parkplatz gefunden. Ja, ein Riesenbild auf dem VIP-Parkplatz heute nicht.